Hallo Brettokocker! Heute machen wir ganz was Feines, nämlich ein Fleischschmalz. Ich habe gestern wieder ein Wildschwein angekriegt, das haben wir ausgenommen. Und jetzt habe ich natürlich, weil ich es zugeschnitten habe, das Fleisch zu parieren gehabt. Mit dem werden wir jetzt ganz einfach würzen, wie beim Schweinsbraten, sprich mit einem Salz. In dem Fall habe ich jetzt ein Kräutersalz gleich genommen, wegen dem Geschmack. So. Kümmel. Gut schmeckt. Das Ganze geben wir jetzt ins Rohr und braten das Ganze wie ein Schweinsbraten. Wenn das dann fertig ist, müssen wir das Ganze verschieren. Ab ins Rohr. Man sieht, das Fleisch ist jetzt so rund 2,5 Stunden schön abbraten worden. Jetzt haben wir das Ganze grob verschieren. Schneiden wir die größeren Stücke etwas auseinander, damit mit der Verschiebemaschine leichter geht. Ist das gut. So, und das verschieben wir jetzt einmal grob runter. So, das Fleischspalt haben wir jetzt das Fleisch einmal runter verschiert. So, das Gemato dazu bringen. Wo ich brate dann nur ein Schweinsbraten, da verwenden wir das dann gleich. Ja, das ist einfach ein wunderbares Geschmack, der läuft da. Da. Nachdem ihr das ganze Fleisch Schmalz hast, kommt jetzt ein Schmalz dazu. Wenn man fertiges Schmalz hat, braucht man einfach nur ein fertiges Schmalz erwärmen. Ich tue jetzt gerade was auslassen, da habe ich da genug Schmalz. Das kommt da jetzt rein. Das Ganze müssen wir jetzt dann nur mehr erwärmen und dann schmeckt man das Ganze ab, wie es schmeckt, damit es super schmeckt. Und dann kommt die Garnitur. So, jetzt haben wir es nochmal schön aufbauen. Lassen wir es einmal. Wunderbar. Dann können wir schon die Gabel füllen. Die Gabel haben wir wieder vollgekatzt. 80 Grad. Auch die Deckel. Schön eingefüllt. Im Eiskasten halten diese Glaseln dann so rund 4 Monate bis zu 5 Monate. Mal. Da brauchen wir Hangel dafür, das ist zu heiß. So, wieder haben wir jetzt dann ins kalte Wasser gestellt, damit sie verdichten kann. Jetzt auch noch was rein. Kann man dann gleich so ausservieren. Dann ein bisschen Schnittlauch drüber, dann schaut das gleich hübsch aus. Wie immer im Anschluss das Rezept. Es ist eine recht einfache Sache, schmeckt wunderbar, macht es alle nach, würde mich gefallen. Danke.